So, und da steht er schon, wie Falschgeld, wie bestellt und nicht abgeholt, vor dem Mast. Hey, Senorita! Ein Wort, Senorita? Ja? Kapitän Dominguez sagt, ihr seid schnell. Kapitän Dominguez sagt, ihr könnt klettern. Kapitän Dominguez sagt... Schon gut, es reicht mit Kapitän Dominguez. Was wollt ihr denn? Ein Rennen, weil ich schneller bin. Was bekomme ich, wenn ihr verliert? Verliere ich, werde ich gerne in eurer Mannschaft dienen. Abgemacht. Okay, wir sollen jetzt hirnlos rennen. Kein Schaden allein. Das ist ja jetzt was ganz Neues. Oh Gott, jetzt muss ich mich anstrengen. Kein Schaden allein, das heißt ja, ich darf ja niemals irgendwo krass runterstürzen. So, warte mal. Da hinten ist der Punkt. Spring! Aveline, spring. Nochmal, du kannst es. Ich weiß nicht, wo der andere ist, aber wir sind gut in der Zeit, glaube ich. So. Der guckt mich doof an. Er kann mich ja erschießen und dann kriege ich Schaden, scheiße. Joa, das fällt mir auch gerade ein. Das ist wahrscheinlich der größere Knackpunkt hier. So, wo jetzt weiter? Nein, ich hätte da hochgemusst. Scheiße. Oh Gott, hoffentlich holt er mich nicht ein. Ich weiß gar nicht, wo mein Freund ist. Geh, lauf, Aveline. Spring. Haben wir wirklich noch 35 Sekunden, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Lass mich in Frieden. Ich glaube, mein Freund wird erschossen. Ich höre hier irgendwelche Schüsse. Können wir hier hoch? Oh Gott, ich hasse solche Action-Sachen hier. Runter. Runter! Nein! Nicht hoch! Runter! Ich hab gesagt runter. Oh nein, bitte! Aveline, enttäusch mich nicht. Meine kleine Zuckerperle. Oh Scheiße, wir haben nur noch 8 Sekunden. Nein, ich will nicht verlieren. Ich glaube, das schaffen wir leider nicht mehr. Da habe ich hier irgendwie ein bisschen zu rumgetrödelt. Nein, ich habe die Zeit. Aus. Die Zeit ist aus. Nein. Scheiße. Oh Gott, das geht ja jetzt schon gleich los. Also mein Kumpane macht da anscheinend nicht mit. Das ist einfach nur Zeitlimit, so wie es aussieht. Also können wir jetzt ein bisschen gechillter sein. So ein bisschen. Ne? Wir müssen jetzt nicht gleich übertreiben hier und die Leute anschreien. Wir können auch ganz gechillt hier so. Oh, so. Ja, ein bisschen was machen. Kleinen Finger. Und deswegen will er mich erschießen, weil ich nämlich voll ja den Weltrekord gleich brechen werde. Und das ist sein Weltrekord. Er möchte natürlich nicht, dass Aveline ihn bricht. So, hier geht's rüber. Ein bisschen kenne ich jetzt die Strecke. Nur so ein bisschen. Das kann man schon ein bisschen. Nein! Aveline! Warum tust du überall klettern, wenn ich auf die Klettertaste drücke? Das finde ich gar nicht gut. Du musst ja nicht überall klettern. Ja, nur da, wo ich denke. Wir sind doch komplett synchron miteinander. Ja. Zieh dich hier. So, rüber. Jetzt wird's eng. So. Jetzt kommt gleich diese blöde Stelle, wo ich erstmal natürlich eine Viertelstunde lang nur hin und her gesprungen bin. Ist natürlich doof, wenn man das so macht, ne? Wenn man noch eh schon keine Zeit hat, das ist ganz doof. So, 20 Sekunden nur noch. Aber wir kriegen ja immer noch ein bisschen Zeitpufferle. Oh nein, ich muss hoch. So, wohin noch? Achso, ja, hier. Komm, Aveline, wir haben nur noch 10 Sekunden. Gott, nein, das ist viel zu weit weg. Nein. Ihr müsst mich doch mal seelisch unterstützen, liebe Zuschauer. Ihr müsst mich seelisch unterstützen. Ihr müsst sagen, Ivo, du kannst es, du schaffst es. Du musst nur ein bisschen besser den Analogstick deines Vertrauens. Nein, jetzt fängt schon wieder an. Jetzt komme ich noch nicht immer hier hoch. Nee, sofort.
Sofort resetten. Das machen wir nicht. Das ist ja peinlich. Ich komm auch nicht immer hier zu den ganzen Sachen hoch hier. Man muss wohl hier aufpassen, wo man hingeht. Genau dahin. Genau da hochspringen. Und jetzt musst du aufpassen, dass du nicht mal die Renn-Klettertasche drückst. Weil wenn du das die ganze Zeit machst, dann tust du sogar andere Sachen anklettern, die du nicht anklettern willst. Also ab und zu mal loslassen, die Schnell-Klettertaste. Ja, so ist das nämlich hier in Assassin's Creed. Liberation. Ach, jetzt. Ihr seht, ich werde leicht verrückt. Aber nur leicht. So. Okay. Ich konzentriere mich jetzt. Ich will das jetzt mal schaffen. Ich will jetzt nicht hier sagen, ja, schon wieder kurz davor verkackt. Nein. Aber Dean, das kostet immer so viel Zeit. Du kannst nicht immer hier durch die Gegend springen. Heute haben wir keine Zeit. Wir sind sehr in Eile. Lass mich in Frieden. Ich auch dich nicht mehr. Denn ich habe ein Ziel. Diese Blasen. Aua. Kein Schaden allein. Jetzt hat er mein optionales Ziel weggekillt. Ich glaub es nicht. Ich muss nochmal von neu anfangen. Also das vierte Mal jetzt. Es ist schwierig. Es ist schwierig, meine Damen und Herren. Es ist schwierig. Willkommen, es ist schwierig. Auf geht's. Ganz gechillt. Ein bisschen Zeit verlieren muss man ja an manchen Aktionen. Ne? Das sehe ich auch an, dass es logisch ist. Ne? Man kann ja nicht überall fliegen. Wir haben keine Flügel. Aber wenn die mich hier noch anschießen von der Ferne, finde ich ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, ob wir eventuell in Deckung hätten gehen können oder schneller aus seiner Sicht verschwinden. Aber ich glaube, hier ist eine Mischung aus ruhig sein eigentlich und ganz entspannt und gezielt die Blasen anvisieren. Ich glaube, das ist schon, wenn man das kann, dann ist man... So, ich hoffe, er schießt mich nicht an. Komm, beweg dich. Wir dürfen hier keinen... Oh, der hat mich schon wieder angeschossen. Warum schießt der mich jetzt so oft an? Wir hatten doch schon zwei Durchläufe, da hat er mich kein einziges Mal angeschossen. Ich lag so gut in der Zeit. Das wird sein. Ich lag so gut in der Zeit, er musste mich anschießen. Ja, was machen wir denn beim zweiten Schießkunde? Haben wir da irgendwie im Plan, wo er mich nicht mehr so anschießen kann? Wäre vielleicht jetzt an der Zeit, mal den auszupacken. Hätte ich nicht gedacht, dass die Mission jetzt so blöd wird. Das wird so ein schnelles Stell-Dich-Ein-Ding. Aber nein. Assassin's Creed Liberation. Wird hier auf jeden Fall überraschen. Gott, und das soll man damals mit der PlayStation Portable gemacht haben? Mit dem kleinen Gerät soll man so eine filigrane Shit machen? Wow. Respekt an die Leute, die es mit der PSP noch geschafft haben. Versuche jetzt mal irgendwie anders zu klettern. Aber ich glaube, das war auch hohl. Das war so hohl. Aber er hat mich nicht getroffen. Und das ist auch schon mal was. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das noch optimieren können. Ein bisschen von der Zeit her. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen, wo wir... Ja, hier darf ich zum Beispiel nicht klettern drücken. Das ist nämlich der Trick. Wenn man reingehen will in so einen Balkon, drückt man nicht mehr auf schnell gehen, klettern. Ja, und hier hätte ich einfach... Das habe ich leider auch verkackt. Jetzt, Gott, schnell. Aveline, diesmal müssen wir es schaffen. Sonst lachen mich hier die Leute aus. 15, 14, 13. Oh Gott, Aveline, trau dich was. Nein. Hoch. Aveline. Oh.